Weißt du, was mir gerade passiert ist? Im Supermarkt, an der Kasse, der alte Mann zieht sein Portemonnaie raus und zählt das Geld bar ab, Schein für Schein, Münze für Münze, legt er passend den Betrag auf den Tisch. Und das dauert und das dauert. Und da könnte ich mich aufregen. Der kann doch einfach mit der Kreditkarte viel schneller bezahlen. Das geht doch ruckzuck. Oh, nee. Jetzt machen wir halblang. Ich habe auch schon genug Leute gesehen, die mit der Kreditkarte herumgehampelt haben und rumgedoktert haben. Dann ist sie runtergefallen, dann haben sie sie nicht richtig reingesteckt und, und. Also das hat teilweise meines Erachtens auch schon mal ganz schöne Zeit gedauert. Also wenn ich einkaufen gehe, dann schmeiße ich den Schein dahin, dann kriege ich die paar Cent wieder raus und dann bin ich ruckzuck weg. Das ist also eigentlich gar kein Problem. Ja, gut. Aber der hatte bestimmt Warzen an den Fingern und was weiß ich nicht noch für Keime da. Ja, und dann gibt er dem Kassierer das Geld und der fasst meine Waren an und zieht die übers Band. Das ist doch total eklig und unhygienisch. Da könnte ich mich aufregen. Nee, nee, nee. Also so schlimm ist das nun auch nicht. Hast du schon mal mitgekriegt, wie viele Bakterien auf so einer Karte sitzen oder auf dem Display, da wo du deine Daten eintippen musst? Wie viel da drauf sitzt? Geldscheine, die nehmen nicht so viel an. Münzen, die kannst du waschen, die kannst du in den Topf schmeißen. Metalle nehmen sowieso nicht die Münzen so stark an. Aber während der Pandemiezeit, die ganzen Schilder an den Kassen, da stand überall drauf, wenn man bargeldlos bezahlt, wenn man mit Karte oder mit App bezahlt, dann bekämpft man die Pandemie. Sind die denn einfach alle so aus Versehen dahin gekommen, die Schilder? Aber die standen doch da. Oh, vielleicht ist das auch schon so ein Puzzleteil für die Bargeldabschaffung. Ein Vorläufer, der darauf hindeutet, dass eben, wie gesagt, das Bargeld abgeschafft werden soll. Bargeldabschaffung, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Wie kommst du denn da drauf? Wenn ich mich umschaue, die ganze Sache beobachte, dass der 500-Euro-Schein ist weg. Sie wollen jetzt, glaube ich, noch weiter runtergehen bis 200 €, denn die Automaten werden langsam abgeschafft. Du hast verschiedene Gesetze, die in Kraft kommen, zum Beispiel, dass du keine Immobilie mehr bar bezahlen darfst. Es gibt eine EU-Obergrenze an Bargeld, die du ausgeben darfst, wenn du ein Auto kaufst zum Beispiel. Ne? Kannst du auch nicht ein Auto für 50.000 € mal eben so hinblättern, das geht auch nicht mehr. Und dann die Handwerker. Rechnungen, die musst du überweisen. Wenn du sie Cash bezahlst, kannst du sie nicht mehr beim Finanzamt absetzen. Und solche Sachen alle. Ja, von ein oder zwei Sachen hatte ich ja schon gehört, aber alles, was du da gerade gesagt hast, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Das ist ja seltsam. Das wird langsam Zeit, dass du aufwachst. Guck doch mal hin mit diesem CBDC in dem digitalen Zentralbankwährung, was da alles passiert. Mach dich mal schlau. Ja gut, dann. Das wird Zeit. Ja gut, werde ich mal vielleicht machen. Vielleicht werde ich auch weiter schlafen. Besser nicht.